Buddies? We got big time lovers in the king size bed. The small town freaks in the local head. The boomerang girls got best to kill. The boys do it. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Dankeschön. Guten Abend daheim. Menschen in Ekstase. Das ist schön. Das hat man gern. Am Anfang war es ungewohnt, mittlerweile liebe, alte, vertraute Gewohnheit. Ein kleiner Zaubertrick aus meinem Zauberlädchen, was ich seit einigen Monaten habe, Lippes Magic Store, um den Namen einmal durchsickern zu lassen. Heute habe ich Ihnen eine ungewöhnliche Gemme, eine Großillusion mitgebracht, die ich einmal bitte, jetzt hereinzufahren. Dankeschön. Schauen Sie mal, wie das gearbeitet ist. Brauche wieder jemand aus dem Publikum? Vielleicht Sie? Sie haben es geahnt? Willkommen. Sagen Sie mir bitte Ihre Lieblingsfarbe. Rot? Schwarz. Nein. Rot, blau oder gelb? Rot. Gut. Rot wegen der Strähnen, hm? Ja. So, was ich jetzt versuchen werde, rot, blau oder gelb, Sie halten bitte mal mein Schwert. Eigentlich ist es ja ein Degen. Ich werde jetzt versuchen, Ihre Lieblingsfarbe einfach zu ergattern. Sieht man's? Ja, super. Gläschen Sekt? Wein. Wein. Rot oder weiß? Bitte ein Glas Weißwein für meine Zauberpartnerin. Ein Chardonnay ist das, glaube ich, ein australischer. Ist das genehm? Mhm. Ja. Ich selbst trinke das auch sehr gerne außerhalb der Arbeit. Ist das? Wie? Oder in 2 Sekunden Weißwein. Naja, dann eure 2 Sekunden sind ja dann 10 Minuten, aber mach ruhig die Flasche auf. Ich selber darf ja nicht. Es kommt dann, ne? Vielen Dank. Lass es nicht fallen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich frage, und ach, viele Frauen fiebern diesem Moment entgegen, wo Günni das erste Mal im Bild ist. Und das wird jetzt jeden Moment, vielleicht in 3 Sekunden der Fall sein. 21, 22, Günni. Wunderbar. Ja. Also, ich glaube, das könnte eine stehende Redewendung werden. 21, 22, Günni. Zumindest bei dir und deiner Frau. Der war gut. Wie komme ich jetzt zu Jesus? Ich weiß es nicht. Oh. Gibt Bier. Ja, vielen Dank. Also, Nationalmannschaft. Weil es steht in diesem Brief von Matthäus an die Korinther. Jesus trat durch das Tor und seine Jünger standen abseits. Ja. 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 Pass auf. Sicher. Was denn du? Du brauchst diese beiden Dosen für deinen nächsten Gast. Das ist eine für dich, eine für den Gast. Der, die 4 nehme ich dann. Der trinkt 2 Dosen Bier? Nee, du eine und er. Warum ist, was ist das denn für ein Bier? Ach, das ist wieder abgeklebt. Das sollte eigentlich, als Gag, sollte es Domkölsch sein.
Sigi hat gelacht, hast du gehört? Es ist aber Küppers. Obwohl ich lieber Gaffel mag, aber das ist jetzt ja. Ich trinke überhaupt kein Kölsch. Nee? Das schmeckt oder nicht. Reisdorf. Nee, Bier, ich trinke Pilz. Pilz? Martin Dreier, Jesus-Freak. Jo. Hallo. Hallo. Bitte. Jesus-Freak, was bedeutet das? Noch nie gehört. Muss ich erst mal fragen. Nee? Nein. Ach so, weil ich habe gehört, du bist sehr belesen und ich habe auch gehört, du hast mal katholische Theologie studiert? Nein, ich wollte mal mit 15 oder 16 habe ich mit dem Gedanken gespielt, Priester zu werden, wie auch meine Kollegen Gottschalk und Elsner. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Ist das eine, Moment mal, ging das mal vor 2-3 Jahren? Genau. Durch die Presse? Genau. Das ist eine Bewegung, kann man das so sagen? Mhm. Dann beschreib die mal bitte. Okay, also ich fange mal am besten bei mir an. Bei mir ging das so los, dass ich, also ich habe so normale religiöse Erziehung genossen, bin konfirmiert worden, um mir meinen Mofa zu kaufen, bin auch in Gottesdienst gerannt, dass man mehr oder minder langweilig war und ich auch immer das Gefühl hatte, der Typ erzählt da vorne irgendwas, aber ich glaube ihn eigentlich nicht so richtig, weil er auch das Gefühl gibt, man hat das Gefühl, er glaubt sich selber nicht. Und dann so mit 14 Konfirmationen habe ich der Kirche eigentlich den Rücken gekehrt und auch der ganzen... Der evangelischen. Der evangelischen. Aber, ne? Dankeschön. Jetzt kriegst du doch ein Wasser und kein Bier. Ja. Hast du, dann nehme ich das. Ach so, ja, dann nimm du das doch. Okay. Dann bring mir doch auch ein Bier, Rahal, bitte. Naja. Und dann habe ich eigentlich irgendwie, also ich hatte das Gefühl, so aus der Sicht heute, ich habe irgendwie das Leben gesucht. Ich wollte irgendwie, ich dachte, es muss doch mehr geben als das, was mir meine Eltern vorgelebt haben, was ich sonst so gesehen habe. Also bin ich irgendwie losgegangen, habe viel Party gemacht, habe versucht irgendwie viel, mich breit zu machen, Drogen zu nehmen, habe versucht viel Sport zu machen, habe irgendwie alles Mögliche ausprobiert. Und hatte eigentlich das Gefühl, es bringt es irgendwie nicht, es erfüllt mich nicht, es macht irgendwie keinen Sinn. Danke. Das ist schon besser. Naja, und dann gab es eigentlich so einen Punkt mit 18. Erstmal Prost. Prost. Ist es okay, wenn ich dich duze? Ja, ich hab dich schon geduzt. Bin auch noch nicht so alt. Ja! Schön! Okay, also es gab so einen Punkt mit 18, wo ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie alles ausprobiert, was man mit 18 ausprobieren kann. Und dann brach irgendwie so mein Leben zusammen. Ich hatte meinen Drogengebrauch nicht mehr im Griff. Dann machte meine Freundin Schluss. Dann hatte ich irgendwie 5/6 im Zeugnis. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, entweder ich entscheide mich jetzt für den Tod, also ich bringe mich um. Oder ich mache nochmal die Hardcore-Drogensache, was letztendlich auch umbringen heißt. Oder ich gucke nochmal, gibt es irgendwie doch irgendwas, wofür es sich lohnt zu leben? Gibt es Gott vielleicht doch? Und ich meine, wenn es immerhin Gott ist, dann müsste er ja irgendwie wissen, wie das Leben funktioniert. Und dann bin ich halt, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, bin in viele Gemeinden gegangen, habe mir das angeguckt. Teilweise fand ich es ätzend, aber dann habe ich Leute getroffen, bei denen ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas. Das ist nicht nur Religion, sondern die erleben Gott wirklich. Und diesen Jesus, den muss es vielleicht doch irgendwie geben. Und dann habe ich an einem Abend, bin ich dann so in eine Kirche gerannt und habe dann so eine Entscheidung getroffen. Bin vorne zum Altar gegangen und habe mich dahin gekniet. Und habe zu Jesus gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mir jetzt helfen. Und dann musst du mir jetzt zeigen, dass du echt an mir interessiert bist, dass du Bock auf mich hast, dass du mich liebst. Und das war nicht irgendwie so ein Duschengebet. Also ich wusste jetzt wirklich, wenn jetzt irgendwas passiert, dann ziehe ich das auch durch für den Rest meines Lebens. Und ich kann das gar nicht so beschreiben. So eine Erfahrung ist immer schwer in Worte zu fassen. Auf jeden Fall ist da irgendwas passiert. Ich bin irgendwie nächsten Morgen aufgewacht und hatte das Gefühl, ich sehe die Welt ganz anders. Also ich habe ihn ja eingeladen, in mein Herz zu kommen, in mein Leben zu kommen. Und von da an habe ich wirklich praktisch nochmal neu angefangen zu leben. Mhm. Und ich kann heute eigentlich nicht mehr sagen, dass Gott nicht existiert. Er ist für mich so real wie dieser Stuhl, auf dem ich hier sitze.